Mal wieder Zeit für ein bisschen deutsche Sprachkultur. Wir hören Der Handschuh von Deutschlands größter Dichterin Lene Vogt. Der König Franz, das war ein Freund von Bandern, Lehm und Diechern. Gleich früh, noch ehe die Sonne scheint, na, da saß er vor seinen Fischern. Mietz, du guck mal, was für Feines habe. Du guck mal, was für Feines. Ja, ja, das ist brav. Und wenn dann der Minister kam, der brillte Franz gemeine. Was kümmert mich der ganze Kram? Macht euren Dreck alleine. Du sollte mal ein Kampfspiel sein, wo sich die Bestchen fressen. Das war sowas für Franz sein Sinn und auch für die Mätressen. Von nah und fern kamen angerannt die Leute, um zu gucken, und jeder rief, es wird interessant, wenn sich die Bestchen schlücken. Schon sitzen alle auf ihrem Platz und glotzen durch die Brille. Da hupt ein Leben mit einem Satz in diese dunkle Stille. Es war ein fürchterliches Vieh mit schauderhaften Ohren. Der legt sich Franzen vis-à-vis und rollt sein Schwanz im Bogen. Druff kommt ein Diescher angesetzt mit mordbegierscher Fratze und hebt, das allen heimlich kraust, zum Angriff seine Tatze. Schon will der Lebe wild gemacht sich revanchieren beim Diescher. Da stürzen auf den Zwinger zwei Bannviecher. Nun stehen sie alle Viere da und fauchen wie besessen. Das Publikum, das denkt, aha, jetzt werden sie sich gleich fressen. Uff, immer fliegt ein Handschuh nein in der Vier-Biester-Runde. Und zu einem Ritter hört man schreien, der schöne Kunigunde. Mein holder Freund, nun zeig mal, ob Mut du hast im Leibe. Geh nun doch jetzt ins Kampflokal, dann kriegst du mich zum Wein. Die Leute werden vor Schreck ganz blass und flüstern schlotternd leise. Was die sich rausnimmt, hören sie das, ist keine Art und Weise. Unwirklich. Lodge der Ritter gehen jetzt nei bei der vier Götzen. Die tun zwar mit den Ohren glehen, doch feixen ihre Fratzen. Denn wenn sie auch gefährlich sind, der tut ihn imponieren. Ein Handschuck reichten freundlich hin, jetzt einer von den Vieren. Der Ritter sagt, ich danke schön. Dann faktern beide Dame. Und du der stolzen Recken trägst. Ach seh, du ganz infame. Das kommt davon, wenn eine Maid ihren Liebsten so tut kränkt. Geh anderer hat das Weib gefreit. Man kann's auf Game verdenken.